Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente, das hier ist Renardo. Der Mann, der neben ihm steht, oder der Hase, der neben ihm steht, das ist Lapino, sein, naja, fast nicht verräterischer Freund. Und wir versuchen seit 2 Folgen verzweifelt die Mächte des Iblissteins zu besiegen, indem wir an die Liebe, die Freundschaft und das Gute glauben. Und ich befürchte fast, dass Lapino derjenige sein wird, der es am Ende vermasselt. Wir werden jetzt hier oben um Frieden meditieren und da wird mit Lapino kommen und uns den Stein wegnehmen wollen und das wird uns dann zum Ausrasten bringen und dann haben wir es irgendwie doch geschafft. Irgendwie so. Hey, ich hab... Ja, da konnte ich den anderen gar nicht blocken, weil ich erst den einen angegriffen habe. Nur ein bisschen blöd. Ist er jetzt schon hin? Nee, doch nicht. Nice, Slow-Mo. Oh, da war noch einer. Ich hab nicht gesehen. Ich dachte, das wäre schon die End-Slow-Mo. War es anscheinend nicht. Kommen wir gleich hier weiter. Leben sind eh voll. Aus den Kisten kommen ja eh nur noch Leben raus. So. Problem gelöst. Magier ist weg. Und jetzt ist das ganze Problem hier gelöst. Schwertfu ist definitiv einer der stärksten Trades, wenn man den durchgeskillt hat mit den 20 Hits. Nice. Aber ein bisschen Ausdauer und sowas muss man, glaube ich, unterwegs trotzdem mitnehmen. Es sei denn, man ist mega viel besser als ich. Naja. Klimper, klimper, klimper. Ein paar Kristalle kaputt machen macht immer noch Spaß. Da hinten müssen wir nicht hin. Da haben wir alles. Also weiter. Einmal Tür auf. Und gleich wieder zu. Renato thought he would make a difference, snatching the Iblis Stone before the Emperor could get it. And it would destroy him. Denobia and Lapino, they were both trying to save him. Peace. That was what he needed. Bin mal gespannt, ob das klappt. Ach nö. Jetzt bin ich neugierig. So much for peace and quiet. There was Lapino. Again. You're stronger than some dumb rock, Lapino said. Let's just bury it. And no one will ever find it again. Renato could feel the spirit energy of all those dead ravens inside him, pecking away. The rabbit was right. Even if the rabbit was a traitor, he was still right. He tore the Iblis stone from his gauntlet and threw it into the hole Lapino had dug. The stone was silent. Probably sulking. Now whoop those Imperials, said Lapino. Are you coming? Ah, no, I can't come with you. It's my old injury, you know. Recently, it's been acting up terrible. I'd be no use to you at all. So Renato boarded the Farfarer alone. Renato felt lonely on board the Farfarer. How could his old friend Lapino, miraculously escaped from the Empire, leave him to face the final battle alone? Well, he'd abandoned Lapino before, hadn't he? It was only fair. And, of course, he felt lonely. He'd given up the Iblis Stone and all the souls he fed it. Of course he felt alone. But he had done the right thing. It had been hard to do, but there was no better feeling than that. Zenobia would be so proud of him. Na toll. Ich weiß, wie das Ende aussieht. Scheiße. Manu. Voll doof. Oder sagen wir, ich habe eine Idee, wie es aussehen könnte. Aber ich weiß noch nicht, was für ein Held wir sind. Wir sind ein Held, der voll gut ist. The battle, alas, was not going well. He no longer had the stone, and he'd never gotten the core. Lapino wasn't with him, and he was up against Zenobia, out there somewhere, maneuvering the Emperor's forces. The rebels had been outnumbered from the start.
and he still had that aching longing for the stone. But that is what it means to be a hero. He would fight his way to Zenobia. He would show her what he was capable of. Just him, with no diabolic accoutrements. He would win, no matter the odds. Okay. Also ein Held, der nicht aufgibt, egal wie schlecht es aussieht oder so. Zack. Ich hab's drauf. So, ich hab's so drauf, dass das Spiel ewig lange braucht, bis es die neuen Schiffe spawnen kann. Teleporter bei Boot. Yes, that was it. Pirouette, slash, parry, dodge. Renato had never done such good work in a fight. He wished the poets were along to sing of his exploits for his old age. Maybe he wouldn't have to kill Zenobia. Maybe he could defeat her and take her prisoner. Then he could turn the tide against the Emperor. If she wasn't crowned princess, once this was all over, she'd have more time for him, right? Hm. Das ist ein schöner Gedanke. Das wäre ein schönes Ende. Ich würde mir das sehr wünschen. One of these platforms stalled. Denn das wäre ein Ende, das ich Renato wirklich gönnen würde, nach all dem, was wir mittlerweile miteinander durchgemacht haben. Aber ob er das kriegt, ich habe da dunkle Befürchtungen für diesen Durchgang. Und zack, und zack. Ich befürchte, wir werden von einem Hasenfuß erwischt. Ach so. Den habe ich erst nicht gesehen. Soon he'd confront the Emperor. Funny that this whole war had come about because the Emperor feared death. And now it was coming for him. There was some sort of lesson there, wasn't there? Ja, ein bisschen. Schwertfu, 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 what you gonna do when it comes for you? Ach, Wampelipampel. Jetzt bin ich sehr neugierig, wie dieses Ende aussehen wird. Ich habe ja eine sehr, sehr starke Vermutung, was in etwa passiert. Ach, Renato, du tust mir leid. Ich würde dir so sehr ein Happy End mit Zenobia gönnen, langsam. Aber sicher. Schauen wir mal. Renato fought his way to the Emperor's ship. He was exhausted, bleeding. But he'd found the strength to reject the stone. Zenobia came out of the ship. Renato! She shouted. And then she fell down and died. Lupino was behind her, wielding a sword that seemed to suck all the light out of the sun. You idiot! You threw the stone away! Cried Lupino. You said it was evil! It hates sanctimonious prigs like you, laughed Lupino. We're having a grand old time. Renato turned and ran. But no matter where he ran, Lupino jumped in front of him until Renato was cornered. That boy could hop. You wouldn't do this to an old friend, would you? Cried Renato. You mean this? Said Lupino as he slid the sword into Renato's guts. Damn it! Again? Oh, again? But he already had all the secrets he needed. He was sure of that. He must have not used them the right way. Ah, what was the best, worst mistake he could make? Probably trusting that traitor Lupino. Okay, was für ein Held bist du? Ein Held, der keine teuflischen Hilfsmittel braucht, um unüberwindliche Schwierigkeiten zu bezwingen. Belohnung Windessenz. Schauen wir uns das nochmal an. Story 2, wozu hat man Freunde? Finde das Juwel, finde Zenobia, verschone Zenobia, wirf den Stein. Der Iblisstein. Er versprach große Macht im Tausch gegen Blut und Tod. Und dann verdarb er nach und nach die Seele seines Trägers. Aber war er stärker als die Macht der Freundschaft? Zenobia, die eigentlich seine Gegnerin sein sollte, war die erste, die Renato auf die Verderbtheit des Steins aufmerksam machte. Und dann fand Lupino, sein alter Kriegskumpan, der noch nicht einmal in dieser Geschichte auftauchen sollte,
die richtigen Worte, um Renardo davon zu überzeugen, den Stein zu vergraben. Ach ja. Voller Stolz griff Renardo die imperiale Flotte an, frei von dem Stein und nur von seiner eigenen Kraft. Und dann traf er Lapino wieder. Doch diesmal hatte der Hase nicht so freundlich. Nee, diesmal war der Hase nicht so freundlich. Und was noch schlimmer war, er hatte den Iblisstein. Renardo war betrogen worden und er wurde von dem unbesiegbaren, verrückten Hasen getötet. Die Macht der Freundschaft. Na toll. Schade, ich dachte, wir kriegen noch ein weiteres Secret hier auf diesem Weg. Mittlerweile haben wir fast alle Karten hier oben. Story 1 und 3 fehlen uns noch. Schade, 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 Schokolade. Ich hatte gehofft, wir würden hier noch einen freischalten. Naja, okay. Aber wahrscheinlich sind das nur die, die man wirklich dann, wo man den Iblisstein behält. Okay, schauen wir mal, ob wir was Neues vorne haben. The book's pages fluttered to the beginning once again. Faster than before? And he fell. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Renardo knew that using it could go catastrophically wrong. But he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis Stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it. To take its power without surrendering to its wickedness. And also, his old friend Lapino needed rescuing. Of course, Renardo had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion. And he had a gut feeling that he needed to use that to his advantage. Ne, nix Neues. Achso, das war hier das mit dem Skyripper. Mhm. Tja, mal schauen. Ich bin am Überlegen, was ich jetzt noch machen will. Meine persönliche Lust wäre jetzt immer noch mal hier reinzugehen und jetzt die Sache mit dem neuen Weg zu probieren. Aber wir könnten uns tatsächlich beim nächsten Mal vielleicht auch endlich mal einem Finalende zuwidmen. Ich weiß es nicht. Ich habe auf beides sehr viel Lust. Ich habe sogar ein Tickchen mehr Lust, immer noch hier unten weiterzusuchen, weil ich hier noch diesen Kick habe zu suchen und es hier oben schon so das Gefühl ist, ich weiß, dass ich es da wahrscheinlich beenden kann, weil mir das Spiel halt hilft. Und das ärgert mich. Ich will lieber noch die anderen Dinger erkunden. Naja, mal gucken, wie wir es machen, liebe Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall erstmal beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sag ciao, ciao.